Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Mammut-Stahl-Trailer, also Tanker-Trailer. Der sieht so aus. Ganz witzig eigentlich. Und was man hier alles machen kann, das schauen wir uns heute mal an. So, also wir haben hier den Mammut 95, nennt er sich. Wir haben drei Achsen, die dritte ist geliftet, schon mal ganz schick. Was mir hier nicht so ganz gut gefällt, ist hier eigentlich, dass der so schimmert, ne? Du kannst dich aber auch farblich nichts ändern. Das finde ich ein bisschen doof. Schade. Ich hätte schon gedacht, hier geht was. Aber hier geht nichts. Schade. Anbauteile haben wir ja auch keine. Wir haben hier ein iranisches Kennzeichen, so wie ich es hier erkennen kann. Und natürlich der LKW ist schon fertig getuned, gebaut, gebastelt, wie auch immer. Die Reifen gucken hier ein bisschen schräg raus, ne, wenn man das hier gut erkennen kann. Ne? Das gefällt mir jetzt persönlich auch nicht so gut. Also da glaube ich muss man noch mal dran schrauben. Wir nehmen uns jetzt den trotzdem einfach mal mit. Immerhin ist er Standalone, das ist doch schon mal was. Wir klöppeln uns den gleich mal hinten dran und schauen uns mal die Definition dazu an. Soll er gefahrgut sein? Schauen wir doch mal Frachtmarkt, was er jetzt hier sagt. Okay, wir haben auf der ganzen Karte keine einzige Fracht für den Trailer. Alter. Okay, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Fahren wir raus hier und schauen uns den Trailer nochmal genauer an. Aber ich sehe schon, das wird Klattereien voll. So, gucken wir mal. Allein schon die Reifen, wenn ich das schon sehe im Spiegel. Alter, guck mal hier. Mann. So, was haben wir denn? Wir haben nicht mehr Trailerkabel. Alter, was ist das? Gibt's doch gar nicht. Animation unterstützen. Ach, das haben wir. Aber auch nur sporadisch, ne? Sieht er selber. Hier fehlt was. Naja. Wir haben eine Lifterachse, ich werde verrückt. Und das hier hinten ist dann, ja. Die Heck oder der Bumper. Da schauen wir uns jetzt natürlich noch den Lichttest dazu an. So, kurzer Lichttest. Also, wir haben Positionszeichen, das ist schon mal ganz schön. Die funktionieren auch soweit ganz gut. Hinten haben wir auch alle Lampen dran. Das würde gar nicht mal so schlecht aussehen hier, ne? Rücklicht. Bremslicht. Oh, falscher Knopf. Ups. Na, ups. Da ist er doch, unsere Warnblinkanlage. Also der Trailer wäre eigentlich von, also was die Lichtausbeute betrifft, wäre der echt nicht schlecht, ne? Und dann so ein V-Hau gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. So, kommen wir ganz kurz zum Fazit zum Mammut-Tank-Trailer. Also, was soll ich sagen? Fangen wir mit den guten Sachen an. Also, wir sind es gar nicht. Wir haben eine Liftachse, die funktioniert, die ist schon mal gut. Und was mir gut gefällt, ist natürlich die Lichtausbeute hinten am Heck. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das funktioniert wenigstens alles und würde ich gar nicht so schlecht finden. Aber jetzt kommen wir leider zum negativen Punkt. Fangen wir gleich mal bei der Definition an. Hier passt irgendwie nichts. Ich finde nichts bei den Aufträgen. Und naja, die Karte ist doch relativ groß. Ich müsste jetzt generell in der Definition nochmal nachgucken. Aber wenn ich auf der ganzen Karte keinen einzigen Aufträge finde oder gar nichts finde, dann beißt es da schon aus. Also bringt man im Prinzip der Trailer dann auch nichts. Wir haben kein Trailerkabel. Animation unterstützen geht nur zur Hälfte, aber das wäre jetzt mal nicht so schlimm. Und natürlich die Position der Reifen, die stimmt hier natürlich überhaupt nicht, ne? Also die stimmt gar nicht. Deshalb, ja, es ist für mich höchstens eine 5. Wenn es von unten 1 bis 6 gehen würde, wäre es für mich eine 5. Ja, vielleicht kann sich ein Modder noch mal erbarmen, das ein bisschen bearbeiten und dann wäre der Trailer wirklich gar nicht so verkehrt mit Trailerkabel und den ganzen Geschmodder. Dann wäre der echt gut. Aber okay, es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das müsst ihr da draußen machen als Community. Deshalb dürft ihr gerne kommentieren und ja, eure Meinung da lassen, was ihr davon haltet. Vielleicht mal ein bisschen nachbessern, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht oder gar nicht so verkehrt. Gut, dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit diesem VH hier.
Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Tanktrailer. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.